Die Thurgauer Öpfelkönigin Melanie Maurer inmitten von jungen Frauen, die ihre Nachfolge antreten wollen. Am 28. September wird die sympathische Thurgauerin ihr Krönchen an den Wegen abgeben. Zeit für einen Rückblick auf ihr bisheriges Amtsjahr. In dem hat sie dürfen einen Haufen prominente Persönlichkeiten kennenlernen und war an verschiedenen Anlässen Ehrengast gewesen. Ein Jahr mit vielen Highlights. Es ist schwierig, so meine Anlässe in einer Rangliste aufzuzählen. Aber sicher das Schönste im ganzen Jahr war der Fete Vigneron in Vevey, wo ich mit dem Fahnenträger vom Kanton Thurgau, die Delegation vom Kanton Thurgau anführen. Da habe ich wirklich, obwohl es über 30 Grad war, die ganze Zeit ein bisschen hinhauen, weil es einfach ein so wunderschönes Gefühl war. Ich war als stolze Thurgauerin dort zu sein. Aber natürlich auch die Schiffstaufe in Moskau und in Lyon war sehr speziell, um auch international den schönsten Kanton der Schweiz repräsentieren. Und diese Aufgabe hat Melanie Maurer gut gemacht. Die Königsmacherin von Thurgau Tourismus lobt die amtierende Öpfelkönigin auf jeden Fall in den höchsten Tönen. Es ist nicht zu übersehen, mit wie viel Herzblut dass Melanie Thurgauer Öpfelkönigin ist. Und darum, man sieht von Weitem, dass sie das wirklich sensationell macht und gross und klein begeistert. Zufrieden sind auch die Sponsoren der Wahl. Die identifizieren sich stark mit dem Thurgau und ihrem Aushängeschild. Thurgauer Öpfelkönigin ist für uns ein Format, das für uns sehr gut passt, weil sie uns repräsentiert als Thurgauer Unternehmung. Und für uns ist wichtig, dass die Thurgauer Öpfelkönigin, die sehr lange Arbeitstage hat, die sehr viel unterwegs ist, dass die einen guten Schuh hat. Und für ihre Gesundheit, da braucht es neben dem täglichen Öpfel eben auch einen guten Schuh. Ich denke, dass es Schuhe gibt, wo ich den ganzen Tag stehen kann und ich keine Schmerzen habe in den Füßen. Ich habe die sehr viel zur Arbeit auch an. Ich habe bei der Arbeit einen Stehpult und so konnte ich auch den ganzen Tag so stehen können. Und ja, mein zweites Perli, das ich mir auf etwa 2 Monate, wo ich da bekommen habe, habe ich auch wieder jeden Tag jetzt an. Und ja, ich bin sehr ein grosser Fan geworden von diesen Schuhen und ich empfehle es auch sehr weiter. Ja. Das Krönchen und das Auto muss Melanie Maurer am 28. September in Weifelden zwar abgeben. Was ihr aber bleibt, sind die bequemen Schuhe und die vielen schönen Erinnerungen an ein abwechslungsreiches Amtsjahr.